Willkommen zurück. Wieder ein Teil über unseren Octavia Dino. Ja. Heute werden wir in dem Video die Ventildeckeldichtung tauschen. Ich werde euch sagen, wieso wir sie tauschen und werde sie mit euch gemeinsam tauschen. Und ich würde sagen, da legen wir gleich los. Auf geht's. Eine Sache ist bestimmt anders als bei euch. Schaut euch das hier mal an. Das habt ihr bestimmt nicht. Und die zwei Kerlchen hier oben, das sind einfach von der Gasanlage. Hier ist der Verdampfer, hier ist der Filter von der Gasanlage. Und das sind sozusagen die Injektoren, die Rails, die das Gas einspritzen. Das habt ihr nicht. Ich werde heute zwar nicht, aber bis zum nächsten Mal. Ich zeige euch das mal geschwind. Hier an der Stelle sieht man, dass es schon spröde wird. Jetzt ist das Problem, wenn hier das brüchig ist, ist es ein bisschen gefährlich. Wenn man fährt, dann tritt hier das Gas aus. Und wenn ihr denkt, dass die Gasanlage misst, ob da irgendwie ein höherer Verbrauch ist oder nicht, das stimmt nicht. Das heißt, das Gas tritt aus und kann sich entzünden. Kritisches Fehler, wenn hier Kabel, also wenn hier Schlauchbrüche entstehen, vor allem im Bereich des Gases. Die müssen wir ersetzen. Ja. Also das mache ich nicht heute. Ich habe die Gasanlage hinten abgeschraubt. Am Tank gibt es ein Absperrventil, das habe ich abgemacht, habe ich zugemacht, dass sozusagen kein Ausversehen mal hier auf Gasbetrieb umstellt. Und sobald die Schläuche da sind, wechsle ich sie aus und werde sie nochmal mit dem Gasdichtheitsprüfgerät überprüfen, ob sie auch dicht sind. Ich würde euch empfehlen, bei so einer Arbeit die Batterie abzuklemmen. So, und weg damit. Also jetzt, wie gesagt, alle Knipser mache ich mir auf. So, wir machen uns den Sensor ab, einmal ziehen, am Stecker ziehen und abziehen. Trennen uns das Ganze hier auf. So, dass hier offen ist. So, dann setze ich das Ganze wieder ab. Wir ziehen uns einfach hier die ganzen Zündkabel ab. Ihr seht schon, das Ganze ist hier nass. Also, das müsst ihr sehen. Einfach drehen ein bisschen und dann nach oben ziehen. Das Drehen sorgt dafür, dass sich das Zündkabel schon mal vorlöst. Bei mir auf den Kabeln hier steht, das ist die 3. Hier müsste die 2 sein. Irgendwo da steht die 2. Ja, und da steht die 1. Also 1, 1, 2, 3, 4. Weil, wenn bei euch die Markierung nicht draufsteht, tut euch vorher Zettel drauf. Das gibt es manchmal, wenn die günstigen Kabel benutzt worden sind. So, ich werde jetzt das Rail trennen müssen. Bleibt nichts anderes üblich. Ist halt leider so. So, ihr nehmt jetzt einfach eine Zange, dreht die ein bisschen. Dann geht der Schlauch auch runter. Ich weiß nicht, ob man von euch sieht. Ich gehe jetzt an den Imbus hier, der an der Ansaugbrücke ist, lösen. Und den schraube ich mir jetzt raus. Und holen wir die Gasanlage raus, also das Injector Rail. Geht's weiter hier, wir stecken uns alle hier Kabel ab. Passt auf, dass ihr euch das Kabel hier nicht knickt. Oder Kabel, das ist ja das Zugseil für die Hand, fürs Gas. Wenn ihr euch das abknicken solltet, wieso auch immer, dann könnte es sein, dass die Gasannahme nicht spinnt. Deswegen da ein bisschen aufpassen. Also ich nehme jetzt einfach die Drosselklappe, ziehe die hier hoch, ja, so. Dann kann ich nämlich diese Kugel, die da drin ist, einfach aushängen. So. Und jetzt müssen wir schon gucken. Das wird hier einfach nach hinten rausgeklipst. So. So, ich löse hier den Schlauch einfach. Da habe ich mir vor, wo ich das einmal hier schon was gemacht habe an dem Auto, die schon eine Schlauchstelle montiert. Die Schlauchstellen funktionieren super, ja, die gibt es im Bauhaus für 2-3 Euro, aus Messing, feuerverzinkt, sind super, funktionieren immer top und dann passt das auch. So. Ich werde jetzt die Schraube hier lösen. Ich weiß, die ist schlecht einsehbar. Aber ich hoffe, ihr seht sie. Ich komme dann hier durch mit der Hand und versuche sie einfach zu lösen. Schützt euch ab jetzt bitte nicht auf die Ansaugbrücke mehr ab, sonst besteht die Gefahr, dass sie kaputt geht. So, jetzt ist die Ansaugbrücke hinten frei. Jetzt lösen wir uns alle im Bus hier. Gut. Jetzt gucken wir mal vorsichtig nach oben das Ganze. So, das sieht doch schon gut aus. Sehr gut aus. Also die Drosselklappe will ich eigentlich nicht demontieren. Zumindest ich versuche es ohne. Das heißt, ich mache jetzt folgendes, ich klappe jetzt den ganzen Motor zu hier rüber.
Hätten wir vorher machen können. Ich dachte, ich komme es ohne aus. Na gut. Die Drosselklappe hat eine eigene Masseverbindung. Hier hinten. Das habe ich nicht gesehen. Okay. Puh, die müssen wir natürlich lösen. So, okay. Ihr seht, das ist alles hier versifft und der Dreck hier an dem Bereich. Ich mache jetzt Bremsreiniger. Dann spüle das mir mal von außen mal sauber. Wir wollen ja möglichst wenig Dreck reinbringen in den Zylinderkopfdeckel, weil der Dreck, den müsst ihr dann irgendwie dann wieder rauskriegen. Und jeder Krümel an der Nockenwelle erhöht den Verschleiß der Nockenwelle und das wollen wir alles nicht. Nicht sparsam damit sein. Das Ding schützt euren Motor. Okay, das sollte reichen. Wir ziehen einmal hier. Hier auf der Rückseite ist genauso, dass wir das Ganze hier frei haben. So, auf dem Zahnriemen. Unser Zahnriemen, den wir vor kurzem gewechselt haben. Sieht doch super aus, gell? Und jetzt lösen wir einfach hier 1, 2, 3, 4, 5 alle Schrauben. Und dann können wir das Ganze nach oben abziehen. So, vorsichtig mit den ganzen Schrauben. Nicht, dass sie euch hier aus Versehen in die Ansaugbrücke fallen. Vorher das da machen. In jeden eurer Schächte. Dass nicht, sag ich mal, eine Schraube reinfällt. Was auch immer. So. Gut, ich glaube, wir sind soweit. Können mal testen, ob wir das Ding anheben können. Ist wie immer gut fest. Das bappt sich mit der Zeit so fest. Ich mache jetzt folgendes: Ich gehe mit dem Schraubenzieher hier hin. Hier habe ich eine Kante und versuche das an dieser Kante. Versuche da. Ah, seht ihr? Ganz leicht. Wichtig, Motor muss kalt sein bei der Aktion, gell? Also nicht heiß fahren vorher. Jetzt kommt der spannende Moment. Wie sieht's aus? Die Nockenwellen oder Nockenwelle. Also sie sieht für mich wie 200.000 Kilometer gelaufen. Das zeige ich euch mal. So sieht eine Nockenwelle, wenn alles okay ist. Mit 200. Hier hat sie einen Verschleiß. Okay, hier sehe ich einen Verschleiß. Seht ihr das? Das sieht mir aus wie ein Fabrikationsfehler. Ja. Gut, kann ich jetzt nicht ändern. Ne? Ich werde jetzt nicht deswegen eine neue Nockenwelle einsetzen. Einfach nach oben abziehen. So, wie sieht denn die aus? Wie sind die denn verzahnt? Die sind hier oben über die Kette verzahnt. Jetzt. Gut, okay. Da sehe ich auch keinen größeren Verschleiß. Aber für 230.000 Kilometer ist das alles ordentlich. So, jetzt nehmen wir einfach hier an der Stelle das Ganze nach oben mit ab. Vorsicht, die Dichtungen sind spröde und scharfkantig. Nicht, dass ihr euch schneidet. Das passiert so schnell mit den Dingern. Deswegen an der Stelle Handschuhe tragen. So, wir nehmen uns jetzt die alte Ventildeckeldichtung ab. Einfach hier an der Stelle so nach oben abziehen. So, rundherum alles mal ölfrei machen, dass ich mal sehe, ob hier alles okay ist. So, einfach diese Kanten hier, ja, diese Kanten komplett sauber machen, das ist wichtig. Seht ihr das? Da steht das Öl drin, im ersten Zylinder, im zweiten Zylinder ist es auch leicht klamm, im dritten Zylinder. Genauso, der einzige Zylinder, der halbwegs trocken ist, ich hoffe, man erkennt da was, ja, ist der Zylinder, das ist der vierte. Ich habe mir so eine Spritze geholt mit so einem Schlauch, den versuche ich da einzuführen und das Öl abzusaugen, ja. Wenn ihr es nämlich ohne die Aktion hier macht, dann macht ihr euch einfach alles kaputt. Ich habe jetzt mal den Kompressor angemacht,
Ich tue jetzt hier ein Tuch drüber halten und spritze das Ganze, versuche noch so viel wie ich kann, mit der Küchenkrepp aufzufangen. Ich mache die jetzt alle nochmal voll mit Bremsreiniger, sauge das Ganze nochmal ab und dann spritze ich es nochmal aus. So, ich mache das jetzt so, weil sonst kommt da immer nie was raus. So, spüre ich das jetzt. So, ihr dürft nochmal gucken, wir zusammen. Also, nach der Reinigungsaktion, sauber, 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 sauber. Es empfiehlt sich manchmal an den Stellen hier, da hinten und an diesen Knickstellen Dichtungsmasse hinzutun, wird aber in dem Fall nicht empfohlen, also ist in dem Fall nicht vorgeschrieben. So, das ist unsere neue Dichtung. So, krumm kommt die drauf. Ihr seht auch, die ist auch viel biegsamer hier, ja, die ist nicht so spröde. Außerdem sind die Dichtungsnippen okay intakt, also sprich, die sind nicht so flach gedrückt. Jetzt, was ich euch empfehlen würde, kontrolliert die Dichtung, ob sie gleichmäßig ist, sprich, ob sie irgendwo Risse hat. Wenn sie Risse hat, würde ich sie ersetzen, aber ich sehe nirgends Risse. De facto können wir sie einfach aufsetzen. So gleichmäßig aufsetzen, so. Hier gibt es leider kein oben und unten, es steht nichts dran. Bei manchen Dichtungen steht dran, für was für oben, was für unten ist. Wenn nichts dran steht, setzen wir sie einfach auf. Die Dichtungsreste hier kriegt ihr nicht ab, außer ihr schleift es nach, würde ich euch nicht empfehlen. Einfach sauber machen, außer es steht wirklich was gravierend ab, dann mit einem flachen Spachtel rangehen und es vorsichtig ohne Kratzer reinzumachen, abzumachen. Aber in unserem Fall ist hier jetzt nichts, was absteht. Nochmal Kontrolle: Habt ihr die Dichtung aufgesetzt? Habt ihr die mittlere Dichtung aufgesetzt? Hier an der Stelle aufpassen, dass die Dichtung dann auch wieder sauber drauf kommt. Wir probieren es mal aus. So, schön vorsichtig, ganz langsam absetzen. Gut. Jetzt kontrollieren wir hier, ob die Dichtung ordentlich sitzt, ja, ob sie sich verkantet hat. Auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. Ja. Das sieht man schon, wenn die Dichtung rausfällt. So, und dann drücken wir ein bisschen das Ganze an und können jetzt mal, ich würde erstmal die mittlere Schraube einmal grob anziehen. Sieht alles sehr gut aus. Auch da hinten reinschauen, ob sie irgendwie umgeknickt ist. Aber doch, wir haben sie hier umgeknickt. Hier an der Stelle haben wir sie umgeknickt. So, ich versuche es euch zu zeigen, das Umgeknickte. Ist gar nicht so einfach. Aber ich glaube, man sieht es hier. Da, wo ich hinleuchte, da ist es rausgeknickt. Ja. Und das müssen wir einfach korrigieren. Ich ziehe mir jetzt die Handschuhe aus. Hat folgende Ursache. Ich will keine Schraube verlieren. Die Muttern fallen sehr gerne runter. Ich tue die jetzt erstmal alle drauf. Okay Leute, folgendes Problem. Mir ist gerade eben die Mutter runtergefallen und ich habe sie nicht gefunden. Dann nach hinten irgendwo. Ich habe jetzt 5 Minuten lang gesucht. Ich mache es jetzt so, ich nehme einfach eine neue Mutter mit einer Unterlegscheibe und die ist selbst sicher. Und dann wird es genau das gleiche sein. Also erste Runde ziehe ich mal mit 6 Newtonmeter an. Gut, das waren jetzt alle Schrauben 6 Newtonmeter und jetzt machen wir folgendes. Jetzt schauen wir uns nochmal die Dichtung an, ob die gut ist. Weil jetzt könnten wir noch was korrigieren. Hier sieht man fast gar nicht ein. Fühlen. Jo. Hier passt's. Hier passt es auch. Hinten passt es auch. Gut. 10 Newtonmeter.
Okay, und als letztes nochmal ein Test, weil sich noch alle Schrauben etwas bewegt haben. Guck, die bewegt sich nochmal. Wir nehmen natürlich die alte Dichtung raus, wenn die denn mag. Ja, komm schon. Die neue Dichtung habe ich mir schon vorbereitet. Es gibt kein oben und unten. Also einfach schön einsetzen. Gut. So. Okay, dann geht das Ganze zurück. Wenn das dreckig sein sollte, egal aus Gründen, wieso ich auch immer, sprich Öl, so wie da ist auch ein bisschen feucht, klamm, dann müsst ihr das Ganze putzen. So, diese auch mit 10 Newtonmeter anziehen. Gut. So, und als erstes montieren wir uns das Teil wieder hinten. Also wir fangen hinten an zu montieren. Die Schrauben mit 10 Newtonmeter, die Schrauben hier mit 10 Newtonmeter anziehen. Also ihr seht, man kommt auch da gut mit dem Drehmomentschlüssel hin. Und auch hier hinten genauso die Schraube. Passt. So, ich würde aber als erstes das Ding dann wieder in Position bringen. Das war ja irgendwie da drin. Also kriegen wir es auch wieder rein. Also einfach. Muss man nochmal eine Flasche holen. So, jetzt habe ich die eine leer gemacht. Jetzt gucken wir mal die. Bis so lange spülen, bis klar rauskommt. Okay. Kontaktreiniger. Das kontrolliert nochmal, ob die Dichtung ordentlich ist. Wenn nicht, wenn alles gut ist, einfach die Schrauben rein. 10 Newtonmeter. Wir fangen mit der mittleren Schraube an. So. Und jetzt noch einmal reihum. An der Stelle montieren wir uns natürlich wieder unsere Zündleitungen. Einfach hier reinschieben. So, der war hier drumrum. Klack muss machen, immer Klack muss machen. Der war hier. So, aufgesetzt. Und gleichmäßig wieder absetzen. So, der passt. Dann haben wir hier noch ein paar Schläuche, die schließen wir gleich an. Seht ihr diese ganzen, ich weiß nicht, inwiefern man sieht, diese Ablagerung da drin, den werden wir tauschen müssen. Geht's hier weiter? Ich habe hier den Schlauch abgezogen, irgendwie, der ist hier unten befestigt. Jetzt machen wir natürlich noch das da hier drauf. Na, komm schon, Zange heute. Gut, jetzt schieben wir das Ganze zusammen. So, und wir lösen die Arretierung wieder. So. Gut. Dann nicht vergessen, euren Luftmassenmesser. Zack. Haben wir alles angeschlossen? Nein, es fehlt noch hier hinten unser Gaszug. So, und wieder schön da drauf. Okay. So, wir müssen den Gaszug noch einhängen. Der war hier hinten eingehängt. Oh, komm schon. So, so fest, dass es halt sich nicht mehr abziehen lässt. Und da ist alles gut. Nochmal Kontrolle, haben wir alle Sachen wieder drauf. Hinten den Flansch haben wir wieder angeschlossen. Hier den Unterdruckschlauch. Hier ist einer rausgefallen. Der fällt anscheinend raus. Da muss ich mir eine neue Schelle holen. Das ist so eine Schelle wie hier. Ja, das ist so eine Schelle wie hier. Das ist der Schlauch, der führt hier da. Ja,
Da unten seht ihr den, der ist abgegangen, den habe ich wieder draufgesetzt, da fehlt die Schelle, die ist abgefallen, die müssen wir wieder drauf montieren. Hier unten diesen Schlauch meine ich, ja, da fehlt die Schelle, sonst habt ihr Undichtigkeiten im System, im Unterdrucksystem. Kontrolle, haben wir alles wieder drauf, alle Kabel, alle Sensoren, die wir abgesteckt haben, 10 Newtonmeter hier anziehen, alle Schrauben hinten 10 Newtonmeter. Wenn ihr hier hinten andere Schrauben habt, es gibt auch größere, dann ist ein anderes Anzugdrehmoment. Bei den kleinen hier mit den kleinen Durchmessern 10 Newtonmeter. Habt ihr wieder euer Gas drauf getan? Ja, und dann glaube ich, haben wir sogar alles. Ja, mehr ist es nicht. Ich werde an der Stelle die ganzen Gasschläuche, die ihr seht, ja, hier den Haufen Gasschläuche gar nicht erstmal festmachen. Macht für mich gar keinen Sinn. Wieso? Naja, die sind porös, ja. Das heißt, die muss ich tauschen. Das so weiterzufahren wäre einfach unverantwortungsvoll. Ja, kompliziertes Wort. Und auf jeden Fall, die tausche ich jetzt. Und erst dann mache ich mir wieder die ganzen Kabelbinder hier dran. Vorher macht das gar keinen Sinn. Wäre einfach verschwendete Zeit. Wir können aber an der Stelle, weil das Ganze hier nicht irgendwo eingezogen werden kann in den Keilriemen oder was auch immer, einfach einen Probestart machen, um zu testen, ob alles funktioniert. Deswegen erstmal alles Werkzeug weg. Was haben wir vergessen? Natürlich den Pluspol. So, der ist hier schon ein bisschen korrodiert, damit der Kontakt gut ist. Dass er wieder sauber ist, genauso wie hier. Ja. Einfach mal geschwind sauber machen. Vorsicht, nicht beide Kontakte berühren, wird wehtun. So, und dann drauf und wieder handfest anziehen. So, jetzt gucken wir, ob wir gleich explodieren. Jetzt machen wir den Motor an. Vor Zündung. Einfach Kontrolle, ist hier irgendwas falsch? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie immer, Daumen hoch. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, Daumen runter. Schreibt noch schön rein, was los war. Es fängt an zu regnen, deswegen mache ich hier Feierabend. Die Gasschläuche werde ich jetzt nicht mehr mit euch zusammen montieren. Das montiere ich einen anderen Tag. Da muss ich aber erstmal auf die neuen Gasleitungen warten. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Abonniert meinen Channel hier links. An einen Superb habe ich auch schon die Dichtung mal gewechselt. Ventildeckeldichtung, da könnt ihr mal hier anschauen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.